Und sehr große Gefahr, vielleicht die schwerste. Der ganze Unternehmen hat das jetzt alles so verloren. Wir wussten das selber auch nicht so ganz genau, wie ungeheuerlich diese starken Rüste waren. Das hätten wir nicht geahnt im Winterkrieg. Im Winterkrieg hätten wir das nicht geahnt. Natürlich hatten wir den Eindruck, dass sie gut gerüstet waren. Aber so, wie sie im Wirklichen. Und jetzt ist ihm gar kein Zweifel, was sie hatten in ihren Schilden. Ganz klar. Das ist gut. Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die Menschen denkbar ist. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit wenn jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit 35.000 Punks antreten kann, dann hätte ich gesagt, sie sind wahnsinnig. 35.000 Panzer. Wir haben zurzeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, sie. Und wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier im Staat 35.000 Panzer in dieser Ziegel herrschen, sie sehen alles doppelt oder zehnfach. Das ist Wahnsinn, sie sehen Gespenster. Das haben wir nicht für möglich. Wenn wir vorher erzählt, wir haben Fabriken gefunden. Allein eine da in Kramaroskaya zum Beispiel. Das war vor 2 Jahren ein Bau und wir hatten keine Ahnung. Heute ist dort eine Panzerfabrik, die in der ersten Schicht etwas über 30.000 und in den Vollausbau über 60.000 Arbeiter beschäftigt. So, eine einzige Panzerfabrik. Wir haben sie besetzt. Eine gigantische Fabrik. Arbeitermassen, die allerdings über die Tiere gehen. Im Donetsk-Gebiet. Ja, wenn man denkt, dass sie 20 Jahre, über 20 Jahre, 25 Jahre beinahe, Freiheit gehabt haben, sich zu rüsten. Und alles ausgegeben für Rüstung. Nur Rüstung. Das ist ein, ich sagte vorher dem Herrn Staatspräsidenten, ich habe das vorher nicht geahnt, hätte ich es geahnt, das wäre mir noch schwer zu Herz gewesen, aber den Entschluss hätte ich dann erst recht gefasst. Denn es gibt ja gar keine andere Möglichkeit. Und ich war mir ja schon klar, schon hintereinander, dass ich noch 40, dass er so was jetzt kommen musste. Ich hatte nur den alten Christen auf mir. Denn den Zweiten Rundenkrieg, das wäre ja noch nicht gewesen. Das wären wir auch zerbrochen. Das sehen wir heute besser, als wir es damals vielleicht noch erkannt haben. Wir werden nur zerbrochen. Und mein ganzes, ich wollte an sich noch im